Hallo, liebe Bocholterinnen und Bocholter, zur Folge 8 meines Wohnzimmerblogs. Es war heute Nacht eine ganze Menge los in Bocholt, und zwar hat sich wohl ein 43-jähriger Mann mit einer Axt in einen Garten gestellt und man befürchtete, dass er sich eventuell umbringen wollte. Die Polizei hat dann ein Sondereinsatzkommando bestellt. Und man hat es dann schließlich geschafft, den Mann, der sich zwischenzeitlich dann in seine Wohnung zurückgezogen hatte, zu überwältigen. Und er wurde dann in eine Behandlung übergeben. Kommen wir zu den Corona-Zahlen. Inzwischen haben wir den 30. Toten leider. Und zwar eine 84-jährige Frau aus Borken ist an dem Virus gestorben. Insgesamt aber gehen die Zahlen zurück. Das erkennt man allein schon auch schon daran, dass das Corona-Behandlungszentrum in Bocholt seine Öffnungszeiten verringert hat. Die haben also ab morgen nur noch morgens geöffnet, von 9 bis 12, nachmittags nicht mehr. Apropos Corona, die Bocholter Stadtverwaltung weist ja darauf hin, dass jeder Bürger sich selbst mit Masken versorgen muss. Die Stadt selbst wird keine Masken an ihre Bürger verteilen. Tja, sind ja auch nicht in Rede. Da geht sowas, oder auch in Borken, da hat die Stadt sogar eine Corona-Nachbarschaftshilfe organisiert. Das kriegen wir ja leider hier amtlich nicht hin. Da müssen dann die Bürger selbst mal ran. Ich finde übrigens eine Pressemitteilung, dass eine Stadt in einer Pandemieplage oder Lage bei einem Problem nicht helfen kann, für ehrlich völlig überflüssig. Die Kommunikation dieser Verwaltung ist schlichtweg eine Katastrophe in der Katastrophe. Ganz anders übrigens die Botschaft der Kindertagesstätte St. Georg. Die hat nämlich Regenbogenbilder gemalt und die Kinder machen sich selbst und anderen damit Hoffnung. Also da muss ich sagen, Daumen hoch, das finde ich gut. Übrigens, heute ab 18.45 Uhr strahlen wir erstmals in Kooperation mit On Air die Tube Deals aus. Das ist ein lokales Shopping-TV. Und wenn ihr meint, geht sowas überhaupt, lokales Shopping-TV, es hat bereits eine Folge gegeben und wir haben mal Best of zusammengeschnitten. Schaut mal rein. Ich bin ehrlich, handwerklich bin ich jetzt zum Schippen gut, aber der Rest ist dann doch Fehlung. Das muss schon richtig einen raushauen, ne? Also da hast du definitiv einen Fehler gemacht und hast uns gar nicht angefragt. Ach, das geht natürlich, wir würden das Bild einscannen und dann eben halt auch ein altes Schätzchen eben draufdrucken, das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Schiebst du mir mal einmal bitte so eine Tasse rüber? Ich hätte natürlich eine gerne in Blau, die haben wir da hinten auch. Hast du gesagt, nee, alles gut, gib mir ruhig die. Ich als Schalke-Fan nehme natürlich Blau. Ja, heute ab 18.45 Uhr bei uns im Facebook-Kanal oder auf der Made in Bocholt oder halt in Bocholt Shop. Übrigens, wer es noch nicht weiß, wir machen nicht nur einen Videoblog, sondern auch jeden Morgen einen Newsletter mit den wichtigsten Informationen aus Bocholt und einen Audio-Podcast, den man sich dann von Alexa oder Spotify vorspielen lassen kann. Ja, das war's für heute. Kommen wir zum Wetter. Es bleibt sonnig und trocken, aber es wird etwas kühler. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund.